Weiter geht es mit einer neuen Folge Injustice 2. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Normalerweise entscheiden die Leute da draußen, wer hier als nächstes kämpfen soll, aber heute wurde Sub-Zero endlich veröffentlicht und deswegen spielen wir auch Sub-Zero und das Ganze sieht so ein bisschen aus wie der Scorpion-Skin, ist aber der Götter-Skin und ich bin gespannt, was der gute Zero drauf hat. Sub-Zero. Auf geht's! Erinnerst du dich an das letzte Mal? Wovon redest du? Vielleicht hilft dir ein Kampf auf die Sprünge. Los! Also ja, Mortal Kombat und DC Universe, die standen ja sich schon gegenüber. Vielleicht kennen einige das Spiel für die PlayStation 3 und für die Xbox 360. War so mittelmäßig. Also ich persönlich, ich mochte es, ich habe es auch gespielt, ich habe es auch Let's Played. Wer es wissen will, der findet das Ganze natürlich auf dem Kanal und ja, kann man sich mal geben. Hatte auch eine ganz interessante Story. Und da war natürlich auch Sub-Zero. Und ich glaube, Flash war auch mit dabei. Ich glaube, der war mit drin. Ich weiß gar nicht mehr, wer alles mit drin war. Darkseid war mit drin und der Joker natürlich. Kein DC-Spiel ohne Joker. Fuck, er hat mich. Au! Oh shit! Ich liebe seine Superkraft. Ich liebe sie! Man kann sie nur lieben. Ja, jedenfalls war es ein ganz cooles Spiel. Wer die Story davon sehen möchte, schaut mal auf meinem Kanal. Also ja, Joker war dabei, Batman war dabei, Superman war dabei. So die bekanntesten. Es waren nicht so viele. Nicht allgemein so viele Kämpfer wie jetzt hier in Injustice. Wonder Woman war am Start. Ich glaube, Lex Luthor war auch dabei. Könnte auch sein, dass Flash dabei war. Ich meine, der ist ja schon sehr, sehr bekannt. Verdammt! Ich habe gar nicht drauf geachtet. So gequatscht. Sub-Zero gewinnt. Cooler Typ. Absolut cooler Typ. Fliehe nach Apokolips, Darkseid. Du befiehlst mir nichts, Großmeister. Du fliehst oder du stirbst hier. Los. Ich mag diesen Skin. Es ist so eine Mischung aus Sub-Zero und Scorpion. Oder es hat irgendwie so ein bisschen was davon. Allgemein sieht er cool aus mit der Kutte. Und er geht richtig steil, der Junge. Schaut ihn euch an, wie krass stark der unterwegs ist. Ich springe gerade ein bisschen viel rum, ich weiß. Sorry. Aber wir teilen brutal aus. Gott sei Dank, ne? Boom. Ich kann sowas. Komm schon, Darkseid. Genieß es. Genieß den Schmerz. Alter, hat der geile Angriffe. Oh oh. Egal, ich will ein bisschen kassieren. Ich will ein bisschen kassieren. Komm, schlag mich. Schlag mich. Schlag mich weiter. Ich stehe drauf. Kann ich den hier machen? Komm, bitte geh durch. Oh yes. Oh nice. Der Eishammer. Einfach nur episch. Sub-Zero gewinnt. Wie willst du mich besiegen? Mit meinen Fäusten oder meinem Dreizack? Du hast die Wahl. Nichts davon fürchtet ein Lin Kuei. Los! Aquabube! Wie willst du mich besiegen? Wie sieht's aus? Wie stark bin ich? Kann ich sowas hier schleudern? Nee, okay, aber wir sind intelligent und nutzen es mit Technik. Na, ah, verdammt, eben gerade wollte ich mir hier schön chargen. Okay, wir können ganz nett hier rumchargen. Bumm. Nein, 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 keine scheiß Krake. Ah, verdammt, jetzt wollte ich gerade hier die Eisnummer machen.
Ah, verdammt. Aber der ist echt cool. Also, haut gut rein, der Kollege. Oh nein! Ah, es geht nicht durch, ich Idiot! Ich wusste es, als ich die Taste gedrückt habe. Jetzt habe ich keine Energie. Frosthammer. Ja, den Eishammer, den hat er gerne, ne? Alles klar, Aquabube. Ziehe mich hinab ins Meer. Bumm. Der war nice. Der war richtig nice. Und gewonnen. Sub-Zero gewinnt. Tötet ihr den Kameramann? Am Ende hat so ein bisschen was davon, oder? Wir sind ein Clan von Attentätern. Killer haben keine Ehre. Du kennst die Lin Kuei nicht. Los. Das würde ich so nicht sagen. Wir haben eine Menge Ehre. Eine Menge, Menge Ehre. Eben gerade wollte ich sie eigentlich einfrieren. Ging aber nicht. Oh, sie wirft hier ihr Schild. Bad Bitch. Bad Bitch Wonder Woman. Sie holt das Lasso raus. Und wir spielen Cowboy und Indianer. Der Beste der Welt. Ach, immer wenn ich hier die Falle platziere. Lasso oder Shield. Shield. Ich hasse dieses Lasso. Bitte geh rein, bitte geh rein, bitte geh rein. Oh, sie blockt es wie scheiße mies. Wow. Deine Technik ist fehlerhaft. Deine. Bam. Komm mal her, ich will dich crappen. So, nein. Immer wenn ich ein bisschen rumspiele. Also ich könnte sie auch einfach fertig machen, aber ich versuche hier gerade so ein paar Sachen zu machen. Sachen machen mit Wonder Woman. Irgendwie kommt das gar nicht gut an. Aber das Einfrieren ist nice. Och nein, sie waggert. Die Kälte trübt dein Urteil. Eiskalt bin ich. Ja klar, macht hier eine 4. Komm schon, die ist so gut wie weg, die Alte. So. Sub-Zero gewinnt. Kannst du gegen einen Großmeister bestehen? Ich bin bereit für den Kampf mit Feuer. Die Kälte löscht deine Flammen. Los. Tja, wer gewinnt da? Feuer oder Eis? Das ist halt die Frage, ne? Schmelzen wir dahin oder löschen wir wirklich seine Flammen? Boah, der dreht gerade hart durch. Also bis jetzt würde ich behaupten, Feuer gewinnt. Nicht schlecht, Junge. Nicht schlecht. Frosty Power. Der Hammer ist zu langsam. So. Zum Glück ist das nicht das Turnier. Gott sei Dank. Was hat er immer mit seinem Turnier? Ziemlich turniergeil. Oh, ist er hier gebufft oder wie? Rutschen wir mal durch. Oh oh, oh oh, Alter. Oh Gott, da schmelzen wir. Es braucht zwei für einen Firestorm. Wie wär's mit drei? Ach nein, er waggert. Hier kommt der Fallout. Ich lass dein Feuer gefrieren. Ich wollte mein Ulti einsetzen, jetzt habe ich aber schon wieder keine Energie. Weil die alle hier am fucking waggern sind.
Komm schon, ich brauche noch zwei Spezialangriffe, aber hat zu wenig Leben, der Buu. Nein, das wird nix. Das wird nix, das wird nix, das wird nix. Alter, der gibt mir auch noch richtig, weil ich jetzt hier wieder am Experimente machen bin. Sub-Zero gewinnt. Du missbrauchst deine Macht. Erspar dir die moralischen Ansprachen. Dein gefrorenes Herz ist das Problem. Los! Eis gegen Eis, Captain! Kaltes Würstchen! Na, wie gefällt dir das, Captain Kaltes Würstchen? Boah, kann ich auch. Ich bin der König des Eises. Du hast hier so eine Kanone. Ich bestehe praktisch aus Eis. In meinen Adern fließt flüssiger Stickstoff. Verdammt, 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 verdammt. Aber ich hab die Kombos, wenn ich will. Oh, geht der daneben? Er geht daneben. Der geht eiskalt daneben. Die Kälte steht hier nicht. Frosty, der Schneemann. Er hat keine Energie. Das müssen wir jetzt nutzen. Und zwar so. Bitte geht durch. Bitte geht durch. Ach, komm schon. Ich fühle mich so verarscht. Komm her, du Fake. Das Geile ist, mit dieser Fähigkeit kann ich... Was ist denn... Was macht er denn? Ich will die ganze Zeit irgendwie kontern, ausweichen, aber er schlägt nur rum. Mit dieser Fähigkeit kann ich auch ganz gut halt einen Angriff abwehren. Selbst Fernkampf frisst erstmal meine Fähigkeit. Du bist zu jung für den Combat. Aber ich hab geübt. Das ist kein Ersatz für Reife. Los. Mann, der sieht geil aus hier mit dem Helm. Respektomento. Ey. Nicht schlecht, hm? Nicht schlecht, ja, für so einen jungen Spund. Gar nicht mal so übel. Aber was hältst du denn davon? Ah, da wollte ich ihn gerade crappeln. Alles klar, Bruder. Das ist ein mieser Typ. Bam! Na, ah, verdammt. Also heute läuft irgendwie gar nichts, ne? Der Beste dieses Reiches? Wer, ich? Wahrscheinlich. So, hier, Kumpel. Komm her. Pot, 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 pot. Na, verdammt. Ich will ihn doch nur einmal durchkloppen. Aber irgendwie will er nicht. Hiebe und Humor. Hiebe und Humor. Ich hab den da. Ein Hammer aus Eis. Okay, jetzt haben wir beide Energie. Ach komm, drauf geschissen. Bitte geh durch. Endlich sehen wir doch mal hier die Superkraft von ihm. Boah, Alter, das tut weh. Sub-Zero gewinnt. Du bedrohst mein Reich, Brainiac. Meins ist gesammelt. Ich nehme eures. Unterschätze die Kämpfer des Erdenreichs nicht. Los! Erde vor! Brainiac down! Geh rüber in deine Ecke! Oh, 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 oh! Böser Brainiac! Super böser! Alter, wie der abgeht. Wenn ich hier so richtig mich austobe, dann super krasser Typ. Aber Brainiac, wir alle wissen's, ist auch immer super krass. Ja, genau wegen sowas.
Wegen so einem super krassen, mega geilen Gangster-Shrimp. Jetzt lass doch mal dein Schiff, Junge. Was willst du denn damit, ha? Du alter Hentai-Fan. Guck dir mal den hier an. Genieß die Show. Eisballett. Tiefgefroren sein ist geil, oder? Oh, ich bin so auf seine Story gespannt. Oh Gott, dieses Schiff. Dieses Schiff. Dieses verdammte, widerliche Schiff. Ich weiß, was du denkst. Nee, weißt du nicht. Jetzt hängt er hier oben in der Luft. Er waggert! Zu mir. Oh, fuck Mistere you! Die Kälte. Mit Ehre zu kämpfen ist besser. Much honor! Oh, er hat einen Dreierbalken hier noch am Start. Ich kam zufällig hierher, durch die Magie, die ich entfesselte, als ich Kotal Kahn vom Erdenreich zurück nach Outworld vertrieb. Ich suchte nach einem Heimweg, als Brainiac angriff. Dieser Invasor durfte den Planeten und mich nicht zu seiner Sammlung hinzufügen. Aus Dankbarkeit für den großen Sieg bot mir Batman die Hilfe der Justice League an. Während ich wartete, dass man die Magie der Reisen zwischen den Reichen entschlüsselte, gab ich den jüngeren Rekruten Kampfunterricht. Aber die magischen Sprüche gingen fehl. Anstatt ein Tor zum Erdenreich zu öffnen, öffneten sie ein Tor zur Phantom Zone. Jetzt kämpfe ich, um Superman und seine Helfer einzufangen. Sie wären nicht frei, wenn ich nicht in diesem Reich gestrandet wäre. Es ist meine Pflicht, es zu beschützen, als wäre es das meine. Okay, ein sehr, sehr interessantes Ende. Habt ihr gesehen, dass Sub-Zero mit seinem Eisstrahl Superman standhalten konnte? Krass, oder? Dass er so stark ist? Gut, eure Meinung zum Ende natürlich wie immer in die Kommentare. Auch wer sich hier als nächstes verhauen soll. Wer soll sich Haui Haui machen auf den Kopfi Kopfi? Schreibt es in die Kommentare. Danke fürs Zusehen. Bewerten nicht vergessen, auch super wichtig. Und tschüss!